Okay, ich würde mich, glaube ich, jetzt. Doch, ich glaube, ich tatsächlich als erstes werde ich mich oben um die Bogenschützen kümmern. Ich glaube, das ist die beste Variante. Bleibt in Deckung! Ich auch ganz kurz meine Schützen auf dem Felskar! Kann ich die nicht treffen? Zeit zu kämpfen. Ich kann die nicht treffen, ne? Das ist sehr ärgerlich. Au, ah. Oh, Feuer, aua. Da kommt sie! Für die Urmutter! Ja. Hallo? Achso, ist voll. Okay. Feuerschaden ist angesagt, habe ich gehört. Okay, let's go. Das kriegen wir hin. Habe ich die Lore getroffen? Ich glaube, ich habe die Lore getroffen. Ich bin mir nicht sicher. Der hat gesessen. Lore-Behälter treffen. Hab dich. Renne. Hehe. Wow, okay. Give me a second, ich brauch mal ganz kurz. Ah nein, du sollst das eigentlich nur essen. Ja, okay, sehr gut. Wir schaffen das! Der war gut. Tötet sie alle! Bonk. Der ist auch explodiert. Wo ist der letzte? Puh! Das war ein Fight over Time an der Stelle, I guess. Okay. Oh no. Nein. Oha. Ihr läuft deine Chance. Oh. Nur noch wir beide mal. Wir packen das. Ich werde das beenden. Alles okay. Wir trüppeln hier mal ein bisschen was. Das funktioniert nicht eigentlich. Für dich. Guck mal her, hier, dich habe ich gefressen, mein Freund. Okay, I see, wir brauchen Giftpfeile. Entspannen Sie sich bitte. Da hinten sollte, wollte ich gerade sagen, ein Dot down gehen. Jetzt noch Pfeile nachkraften. Sie ist verletzt. Jetzt den zweiten auch noch treffe. Ein Teil ist ab. Gut gemacht. Jetzt kämpfen wir auf Hilfe. Brauchst du Munition? Ich brauch gerade gar nichts. Ich swear to Gott, wenn Val jetzt auch noch stirbt, ne? Krieg ich einen Anfall. Genug!
Ihr da! Fremde! Ich häute euch! Komm her. Häuptling, gewährt mir die Ehre des Vortritts. Nun gut. Okay, du bist also Number One. Oh, er kommt und will uns ohne? Oh! Okay, das könnte tatsächlich interessant werden. Wahl. Wehe, du stirbst, Junge. Jetzt, du Kleine. So ein Schild habe ich noch nie gesehen. Ich sollte scannen. Oh. Ich kann sein Schild durchbrechen, wenn ich ihm Schaden zufüge. Tu mir den Gefallen. Dass das funktioniert hat. Dankeschön. I take it. Everything you have. Na? Na komm! Trau dich runter und stell dich! Nein! Das war ein ehrenhafter Kampf. Ich werde dich verschonen. Männer! Seid stolz auf euch! Heute habt ihr die Marschälle dezimiert, die Kaja besiegt. Unser Krieg gegen Hekaro beginnt. Abmarsch! Ein Raptor. Also das Ding hat sogar Flügel wie ein Raptor. Die offizielle Variante des Raptors, nicht die Wannabe-Variante des Raptors. Ich glaube, es haben tatsächlich ein paar Leute überlebt, at least. Schaff ihn ins Lager. Besser Arm dran als Arm ab, wa? Na, weil? Wirst du es schaffen? Du ziehst ohne mich weiter, nicht wahr? Dann bleibt mir wohl nur Errant. Vorerst. Los, komm. Ich bring dich zur Festung. To be fair, ich glaube tatsächlich, beide werden uns später nochmal Gesellschaft leisten. Oh no. Tja. Beide Beine sind hinüber, also sowohl bei ihm als auch bei Ehren. Ich hab dich. Sehr schön, dass man das so um sich muss. Die Benachrichtigung ausmachen, fällt mir auf. Lasst uns plündern, Jungs. Natürlich. Gut, kann man es ihnen verübeln? Leider nicht, wa? Jeder muss irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen an der Stelle, glaube ich. Ach, das Schild, stimmt.
hält wohl nicht viel aus. Aber ich sollte damit gleiten können. Ah, das ist der Gleit. Ja. Da schwebt irgendwas in der Luft im Hintergrund. Aloy. Wir orientieren uns gerade. Offenbar haben die Tenakt einen Bürgerkrieg. Das sehe ich auch so. Die Marschälle rechneten nicht mit Regalas Angriff. Und die ganze Kaja-Delegation wurde getötet. Nozar, Wadis. Wadis ist okay. Schaf. Ein Massaker. Sorry. Was hast du jetzt vor? Ich muss nach Westen. Hoffentlich gilt das Wegerecht noch immer. Für mein Ziel werde ich, wenn nötig, das ganze Tenakt-Gebiet durchqueren. Dann hast du einen langen Weg. Mhm. Das ist nur die Schwelle des verbotenen Westens. Das wahre Reich der Tenakt liegt weit hinter den Bergen bei Rheinklang, wo die Utaru wohnen. Das ist gar nicht Tenakt-Gebiet? All das da draußen? Das ist niemands Land. Es sollte neutrales Gebiet sein. Doch diese Regala ignoriert das wohl. Ihre Leute kamen aus dem Norden. Sie ritten auf Maschinen. Ich nehme an, dass sie dort oben ein Lager haben. Die Rebellen ritten Dornrücken. Und im Schrecken gab es Dornrücken. Meinst du, die Rebellen ließen sie in den Schrecken? Wie sollte das funktionieren? Ich weiß nicht. Aber es ist eine Spur. Es gingen auch einige Kaja und Osseram durch die Tore, bevor sie wegen der Gesandtschaft geschlossen wurden. Du könntest nach ihnen schauen, ob es ihnen gut geht. Ich halte die Augen offen. Gibt es hier irgendwo einen Langhals? Einen Langhals? Es gibt da einen, bei der Utaro-Grenze. Aber warum... Das ist schwer zu erklären. Na, fürs Gebiet aufdecken, klar, stimmt. Damit gewinne ich einen Überblick. Wenn du meinst, kann ich dir sonst noch etwas helfen, bevor du aufbrichst. Oh Gott. Oh Gott. Du sagtest, die Tenakt wohnen weit im Westen. Was wird mich auf dem Weg dorthin erwarten? Also, wie gesagt, es gibt da ein Stück Wildnis. Das ist Niemandsland und dann die Utaru-Farmlande. Mhm. Dahinter kommen die Tenakt. Ihr Gebiet ist auf drei Clans aufgeteilt. Wüste, Tiefland und Himmel. Ja, ich sah ihre Banner bei der Gesandtschaft. Am nächsten wohnt der Wüstenclan. Fieses Volk. Was für alle anderen unbewohnbares Ödland ist, ist für sie eine Herausforderung. Irgendwo jenseits der Wüste sind die Hauptstadt des Stamms und die Gebiete der anderen beiden Clans. Klingt nicht sehr genau. Ich kenne nur Geschichten. In den roten Raubzügen wollte die Kaja-Armee in Tenakt-Gebiet eindringen. Aber die vereinten Clans stellten sich ihnen, zwangen sie bis in den Schrecken zurück. Also wissen nur die Tenakt, was jenseits der Wüste wartet. Vielleicht noch die Gelehrten in Meridian. Irgendwas muss ja in den Schriftrollen stehen, oder? Touché, ja. Du hast die Utaru erwähnt. Ihr Land liegt zwischen hier und den Tenakt im Westen? Das stimmt. Sie wohnen in Rheinklang. Ein friedlicher Haufen, verglichen mit den Tenakt. Sie sind mehr Bauern als Kämpfer. Wie kann ein Volk von Bauern im verbotenen Westen überleben? Das soll nicht heißen, dass sie sich nicht wehren könnten. Als die Kaja damals zurückgedrängt wurden, jagten ihre Krieger uns durch Rheinklangs brennende Felder. Der Sonnenkönig machte ihnen diverse Friedensangebote. Sie lehnten ab. Warum? Ich dachte, sie sind so friedlich. Weiß nicht. Die Tenakt waren anscheinend einfach... Sie haben wohl ihre eigenen Probleme. Es mangelt ihnen an Nahrung. Angenehmer gewesen. Allerdings versuchen sie nicht Handel zu treiben. Nein. Sie wollen nur ihre Ruhe. Okay. Das Gebiet ist Niemandsland? So ist es. Früher griffen die Tenakt ab Pfahllicht jeden sofort an. Aber Awad stürzte den irren Sonnenkönig und versuchte, sich mit den anderen Stämmen zu versöhnen. Die Tenakt akzeptierten für den Frieden eine neutrale Grenzzone. Seitdem stoßen Kaja und Osseram immer wieder dorthin vor. Aber nun sind dort wohl Regala und ihre Rebellenarmee. Also Niemandsland würde ich ohnehin niemals sicher nennen. Die alten Ruinen im Südwesten können das bezeugen. Reste eines vergessenen Krieges. Das hört sich doch interessant an. Das könnte... Du meintest, es wären noch andere durch die Tore gegangen.
Oh, ich freue mich jetzt schon auf die fucking Brutstätten. Ne? Also nicht nur die Plünderer, die gerade durchgegangen sind, auch andere Gruppen von Osseram-Stöberern. Zwei Kaja-Gelehrte sind mit einem Osseram-Trupp nach Südwesten. Weiß nicht, ob das besonders tapfer ist oder einfach nur dumm. Vielleicht auch beides. Who knows? Okay, ich freue mich halt. Ich habe mich gerade erinnert, wie die Brutstätten im ersten Teil waren. Ich habe richtig Bock drauf. Ach du Scheiße, Alter. Verscharf nannte Regala Rivalen. Der Tenakt-Häuptling hätte sie töten sollen. Ja, das hätte er wohl. Sie ist eine große Gefahr. Ihr Angriff war koordiniert und präzise. Bis du ins Spiel gekommen bist. Sie kannten sich hier gut aus. Sie wussten, dass Verscharf bei der Gesandtschaft ausgehändigt werden sollte. Wenn die Tenakt nicht mit ihr rechneten, hat sie ihre Armee monatelang geheim aufgestellt. Sie müssen hier ein Lager haben. Dort hatten sie sich versteckt, bis die Zeit reif gewesen war. Wegen Verscharf. Er wurde von den Tenakt gefangen genommen. Überlebte Jahre im Westen und starb kurz vor dem Sonnenreich. So sollten gute Männer nicht sterben. Er hatte noch so viel vor. Er wollte für Frieden zwischen den Kaja und den Tenakt eintreten. Das wird jetzt nichts mehr. Was passiert jetzt mit ihm? Seine Leiche wird nach Meridian überführt. Als Vetter des Sonnenkönigs gebührt ihm ein offizielles, ehrenhaftes Begräbnis. Das wünscht sich jeder Soldat. Naja. Das sind Husaren Wadis. Das tut mir sehr leid. Wadis nicht. Zumindest starb er ja im Kampf. Wadis nein. Der Sonnenpriester. Also, so einen Tod hat niemand verdient. Ich sorge für eine angemessene Bestattung. Naja. Das ist das Mindeste. Wadis war jetzt nicht so der... Meinst du, die Kaja werden etwas gegen Regala tun? Ihr habt mit den Tenakt ja etwas gemeinsam. Eine Expedition der Kaja-Armee in den Westen könnte als Beginn einer Invasion gesehen werden. Das wird Awad nicht riskieren. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass wir nie mehr derart überrascht werden. Schon, ja. Ich sollte dann aufbrechen. Okay. Ich wünsche dir Glück. Also die Tore stehen dir immer offen, falls du zurückkehren willst. Ja, stimmt. Der andere Typ ist jetzt tot. Jetzt ist er der Dingens, oder? Der Opa-Macker. Und das mit deinen Freunden, die verarzten wir. Wäre nicht schlecht, ja. Ich danke dafür. Die kommen nach, definitiv. Irgendwann werden sie uns zur Seite stehen. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Spätestens, wenn wir sie brauchen. Im Endfight irgendwann irgendwo. Dann werden sie irgendwann auftauchen. Gesandtschaft beigewohnt. Naja, nennen wir das, was wir gemacht haben, mal nicht beigewohnt. Kann ich die alle looten? Ich darf sie alle looten. Oh my gosh. Gib mir alles. Ein Vorrat für die Jagd. Es steht hier eigentlich meine Granate noch irgendwo, oder? 2 Fähigkeitspunkte, EP. Ja, well, let's go. 4 Fähigkeitspunkte. Dafür brauche ich 5. Komm, wir nehmen jetzt mal die Ability mit. So. Aber die ist schon mal safe. Schildflügel. Dann gibt es eine Gleiter, der Maschinentechnologie funktioniert, halt in der Luft gedrückt, um einzusetzen und zu gleiten. Katscher Feuerwaffen, Gesichtsbemalung freigeschaltet. Okay. Schön. Ich muss jetzt erstmal alles looten hier. I'm sorry, aber... Huch. Waffentechnik freigeschaltet. Waffentechniken, einzigartige, mächtige Angriffe. Tippe oder halte beim Zielen oder deine ausgewählte Technik. Waffentechniken wechseln, indem du das Waffenrad in 1 und 100. Oh, okay. Okay, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz eben machen. Also, der verbotene Westen. Eine ganz neue Welt zum Entdecken. Wo steht denn der? Okay, warte mal, ich habe jetzt ja den... Die Koordinaten des Turms sollten zu Silence und Hades führen. Und vielleicht zu einem Gaia-Backup. Okay, und das ist der normale Schuss. Ich muss dann halt statt dem... Die Plage, die Stürme, Regalas Maschinenreiter. Aber ich muss das schaffen. Ich sag mal so, ich werde meinen Spaß haben, ne? Ich muss die Welt retten, wie es Elisabeth getan hätte. Wie gesagt, ich werde meinen Spaß haben, glaube ich. Die Anführerin des Hinterhalts, Regala.
befehle ich dir eine Menge Maschinen. Es gibt sonst nur einen Menschen, der über dieses Wissen verfügt. Yep. Silence. Richtig. Aber was hat er vor? Warum hilft er Tenakt-Rebellen? Mal den Schildflügel ausprobieren. Warum klettern, wenn ich gleiten kann? Ja, vor allem, wenn da unten halt so böse Scheiße ist. Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal hier ganz kurz ein bisschen looten, ne? Aber im Rucksack ist noch Platz. Sehr gut. Pack it everywhere you can. Pack it everywhere you can, my friendo. Do it. Truhe, Vorratslager, here we go. Gut, ich brauch das nicht nachcraften, das ist natürlich geil. Okay, die Stürmer, die hier irgendwo noch rumliegen, die habe ich halt auch alle gekillt, ne? Also ein Take Everything from them. And from your rebels. Assaults. Holy fuck, man. So, nochmal ein Rebellenstürmer. So, was haben wir hier noch? Da ist noch Loot. Everything should be looted. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Si, si, Signora. Und das werden wir tun. Hier ist irgendwas abgeschlockelt. Und Schockdingens. Ah, das ist einer meiner Schockdrähte, ja, weil ich irgendwann zwischendurch im Kampfgetümmel irgendwie aus Versehen einen... I'm sorry, Mr. Fox. Es tut mir echt leid. But I need you. And your things. Ich liebe Füchse, aber I'm sorry, aber das tut mir echt leid. Hier noch irgendwas? Nein. Wo kann ich denn noch... Da liegt noch wer, den ich looten kann. Da liegt noch ein Dings, den ich looten kann. Es ist aber krass, wie dieses fucking... Wie die fucking Memory funktioniert, ne? Wenn ich einfach sage, hey, guck mal, ich habe da einen Gegner, den hätte ich gerne ja tot. Hier sein Schild. Warum kann ich sein Drecksschild... Warum... Nächste Frage, warum ist dein Schild überhaupt noch ausgefahren? Ja, yeah, okay. Okay. Wir haben hier jetzt, was ist das? Dornrücken. Ah, okay, das ist das Rebellenlager. Das ist das Unternehmensding, unbekanntes Rebellenlager. Da will ich hin. Da ist der Langhals, wo wir auch hin müssen. Tor des Todes. Reise zu den Koordinaten auf dem Turm. Okay. Neue Spulen. Wir haben eine Schockspule plus 7 bekommen. Das ist okay. Rohstoffe neue. Wir haben hier eine Krallenschreiter-Zirkulator. Oh, die Krallenschreiter sind die Velociraptoren, ne? Ich nenne sie aber Velociraptoren, weil es... Keine Ahnung, es sind halt Velociraptoren. Okay, wir werden... Da sind wir. Wir werden als erstes einmal, weil wir es können, schrägstrich sollten, das Lagerfeuer nehmen. Einfach weil es direkt vor mir ist. Sorry, Mr. Fuchs. Aber ich brauche leider echt alles, was ihr habt, ne? Oh. Was war das? Was war das Wetter? Interesting. Was rum? Da ist noch ein Fuchs. I'm sorry, my friend, aber ich brauche dich. Für meine Upgrades. Also es tut mir echt leid, ne? Aber, oh ne. Das hätte ich gerne. Was explodiert hier die ganze Zeit? Wildfleisch? Nicht jetzt? Okay. I see. I am not welcome here. Das ist noch Loot. Ich habe Loot übersehen, das geht nicht. Ich darf keinen Loot übersehen. Ich würde kurz mal das Feuer entzünden da, zum Speichern auch. War nur der Speichern.
So, warte mal, da ist noch irgendwas. Ist das der Stürmer? Oh, hier liegt ein Stürmer drinne. Da sind noch ein paar Reiter, die ich noch looten kann. Hier ist noch eine Kiste. Die Vorratskisten sind ja insane. Holy shit. Gibt es aber noch eine Kiste. Let's go. I take everything. Ach, das ist der, der explodiert ist, glaube ich, als ich auf sein Dings geschossen habe. Ja, ist gar nicht mitbekommen. Let's go. Give me everything, my friend. Okay. I guess. Here we go. Wir werden jetzt als nächstes einmal, weil wir es können und da eh dran vorbeilaufen, zack, die Quest machen. Hat geklappt? Wow, okay. Jetzt kann ich wohl von jeder Klippe springen. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. 100 noch was Meter in die Richtung, da kann ich hochklettern. Das bringt mir noch nicht viel, I guess. Oh, okay. Hm. Hier haben die sich irgendwo eingenistet? Das ist ja ein Witz. Da unten, okay. Da ist irgendein Vogel. Was bist du? Eine Krähe. Eine Krähen sind mir gerade neu egal. So, I don't care about crows. Sonst irgendwas? Ne. Ahui! Da ist irgendwas. What do we have here? Ah, das sind andere heilende Kräuter. Okay, ja gut. Ja. Ja. Okay. Gehen wir nochmal kurz runter, Eloy. Danke. Ich bin stuck. Step bro, help me please. Okay. So, was haben wir hier? Haben wir Füchse, irgendwas? Irgendwas, was ich looten kann, was ich killen kann? Eine Ratte ist mir egal. Das okay. Müssen die Plünderer aus Fahrlicht sein. Da scheint irgendwas vorzugehen. Au. Das Blättervolk, gescannte Glyphen, Schriftrolle, ein hastig geschriebener Bericht in groben Glyphen verfasst. Okay, ich bin nach Reinklang gegangen, wie du wolltest, und habe meinen Charme spielen lassen. Hier also mein Bericht über die angedachten Handlungsbeziehungen zu den Utaru. Das wird nichts. Okay. Und zunächst mal mögen sie keine Fremden und der Miss trauen allen, was irgendwie zu den Karten, was irgendwas mit den Karten zu tun haben muss. Ja, dann natürlich, weil die Karten waren ja da und haben versucht, hier zu plündern, zu räubern und alles drum und dran. Das kann man ihnen nicht vorwerfen, aber es bedeutet, dass das Bündnis mit Sonnenkönig Awad ein echter Nachteil für uns ist. Ich dachte, es wäre schlau, uns Osoran als freundlicher darzustellen als ihre barbarischen Nachbarn in den Kalan-Ländern. Okay, also als die Tenakt. Aber das kam nicht besonders gut an. Ich schätze, sie haben mit denen irgendeinen Waffenstillstand geschlossen. Müssen sie ja. I mean, das ist halt das, was ich vorhin meinte. Sie müssen halt irgendwas mit den Tenakt am Laufen haben, was sinnvoller ist, als mit den Karcher zu verhandeln. Also, ich meine, klar, sie leben tatsächlich eher in Tenakt-Land als in Karcher-Land, aber hey, okay, who cares? Fazit, die Utaru halten uns für weniger vertrauenswürdig als die Tenakt. Stellt sich das einfach. Zweitens, ganz offen gesagt, die Utaru sind sonderbar. Sie haben einen großen Beschützerinstinkt gegenüber allem, was sie als lebendig ansehen. Okay. Und das geschieht... Und das schließt auch ihren Hopfen ein, den du unbedingt willst. Okay, alles klar. Bierbrauen, let's go.
Für sie ist er nicht nur eine Pflanze, sondern heilig oder sowas. Der Gedanke, ihn unseren schmuddeligen Händen zu überlassen, hätte sie angewidert. Oder hat sie angewidert? Ja, Ermin, auch hier sehe ich tatsächlich da die Verbindung, weil, wozu auch, ne? Drittens, und das ist der wichtigste Punkt, sie sind am Verhungern. Die Plage hat ihren angebauten Pflanzen... Oh... Ihre angebauten Pflanzen befallen und die meisten von ihnen essen kein Fleisch. Okay. Sie würden das bisschen, was sie noch haben, nicht für alle Zahnräder das Anrecht sauer geben. Okay. Wie du mittlerweile vermutlich ahnst, lief mein Besuch hier nicht besonders gut. So viel Missbilligung habe ich nicht mehr erlebt, seit mein Cousin mit einem Kater durchgebrannt. Meine Cousine mit einem Kater durchgebrannt ist. Oh. Ich habe ihnen Quellbier angeboten und alles etwas aufzulockern, aber sie wollten nicht, weißt du, was sie trinken? Blätteraufgüsse. Tee. Das ist einfach schmutziges Wasser. Nein, das ist Tee. Du wirklich, du schaffst das? Es. Ich glaube, es hackt. Sorry,